Die sind alle richtig gut gelaufen, die Videos hier auf Madeira. Gut gemacht, Anni. Stark. Sollen wir das gucken, Chat? Gucken wir das? Oder gucken wir das hier mit Unge? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Madeira, meine lieben Freunde. Heute mit einem ganz speziellen Gast. Darf ich bitten, wer versteckt sich unter dieser mysteriösen Tüte? Wir haben den lieben Unge mit am Start. Ich habe wirklich keine Kosten und Mühen für dieses Video gescheut, meine lieben Freunde. Weißt du, was wir heute machen werden? Ja, soll ich sagen? Kannst du sagen? Ja, erzähl du. Okay. Aber erstmal, die Vorbereitung für das Video, hat sich einen Zopf gemacht. Ich habe einen Zopf gemacht. Süß. Und eine süße Frisur. Niedliche, cute. So, wir machen heute Gnocchis ohne jungen Brokkoli. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hä, was ist denn jungen Brokkoli? Gibt's auch weiblichen Brokkoli? Gefragt, was möchtest so du lang. Gerne? Ich habe gesagt, egal was, ich hätte gerne jungen Brokkoli, weil ich liebe jungen Brokkoli und dann so. Ich bitte um Vergebung. Wir haben alles für die Gnocchi mitgebracht, aber wir haben Fun Fact alles für die Soße vergessen. Da ist auch was an meinen Beinen. Ein Süßi. Das ist ein Ach, jung und alt, okay. Hund mitgebracht. Ja, ist Welpen. Ganz klein. Es gibt alten Brokkoli. Ja, wer ist denn, Digga? Wer ist denn gerne alten Brokkoli? Obviously nehme ich den Jungen. Jung ist immer knackig und geil und alt ist immer ranzig und scheiße. Das ist. Ich habe gedacht, die können schon beim Sex. Wir spielen mit Revis Hund, wir sind gerade bei Revis Haus, aber... Akani hat ihn einfach zerstört. Akani möchte gar nicht spielen. Akani ist will so den richtig töten. Introvertierter und extrovertierter Hund. So. Ja. Akani ist die ganze Zeit und springt um ihn herum und greift ihn an und Pino so. Ich habe hier dieses wunderbare handgeschriebene Rezept, Digga, die mit haben keinen die Drucker komplette. Im Airbnb. Wir haben kein Problem. Vegane Gnocchi. Das sind normale Gnocchi, wir lassen einfach also, das Ei weg. Hast du wirklich ich vegane probiert Gnocchi am Ende? Gesucht oder hast du einfach Gnocchi gesucht und hast einfach vegan draufgeschrieben? Aber vegan draufgeschrieben, meine Mama angerufen nach dem Rezept. Festkochend. Sind das festkochende Kartoffeln? Ich weiß es nicht, ich kann kein Portugiesisch. Ja, ich kann es nur Portugiesisch. Upara Assar. Was heißt das denn, Simon? Ich habe keine Ahnung. Willst du eine Kartoffel in die Hand nehmen? Ich habe es gemerkt, dass du es gerne möchtest. Okay, wer zuerst eine Kartoffel zerdrücken kann. Was? Mit einer Hand. Das hast du von Antonia gelernt. Das mit dem Ei, das war so dumm. Sie war so zerdrückt, dass ich bin so okay. Es gibt irgendwie so ein, Leute sagen, man kann kein Ei mit einer Hand zerdrücken. Ja, dann haben wir das Ei gekocht und sie gibt mir das gekochte Ei in die Hand und sagt, zerdrück das, weil sie dachte, das geht nicht. Und dann ging es natürlich. Aber geht das mit einem rohen Ei? Nein. Wirklich nicht. Aber wirklich versucht. Es ging nicht. Hast du, sollen wir mal gucken, ob wir Ei haben? Ich will erst sehen, ob du ein rohes Ei zerdrückst. Safe kann man rohes Ei mit einer Hand. Kannst. Okay. Ich kann es nicht machen, das würde gegen meine veganen Prinzipien verstoßen, aber du wirst... Der Wichser hat meine Eier einfach genommen, der hat meine Eier geklaut. Du musst ja nachher noch essen. Wir essen das danach. Ja. Das What the fuck? Problem. Das hat gar nichts mit dem Rezept zu tun, aber... Das hat wirklich gar nichts mit dem Rezept zu tun, wir machen das jetzt einfach. Wenn es nicht kaputt geht, kannst du es ja einfach hier... Safe, ich hole mir auch eins, ich mach das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? 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 Ah! Ich bin stark! Digga, ich bin so stark. Ich bin so stark. Ich bin so stark. Ich bin so stark, Digga. Ich bin so stark, ich bin so stark, ich bin so stark, ich bin so stark. Ich bin der stärkste Mann der Welt. Ich hab's geschafft. Digga, what the fuck, Alter? Hat das schon mal jemand geschafft in der Menschheit? Jetzt ist das hier alles am Boden. Digga, Junge. Wer ist Sascha Huber, Digga? Ich zerdrück die Eier von Sascha Huber. No sexual. Good sexual. Hier machen. Ah! Nein, hast du wirklich ernst gemacht? Ja, versuch mal. Oh nein, ich hab so Angst. Es wird nicht passieren. Okay, oh Gott, ich würde es so zerbrechen. Niemals. Doch, ich würde es 100% zerbrechen. Also ich kann einfach mit meiner Hand drücken. Man sagt, es geht nicht. Oh mein Gott! Okay, dann schaue ich jetzt mal in das damit wir auch mal vorankommen. Also, wir brauchen 150 Gramm Mehl, haben wir. Kartoffeln 20 Minuten je nach Größe in Salzwasser gar kochen. Ja, dann fangen wir damit 500 an. 500 Gramm. Revi, wo sind hier Töpfe? Warte mal kurz. 500 Gramm Kartoffeln? Ich hab einen Topf. Ach so. Kann es sein, dass das hier Watercups sind? Ja. Wie macht man das? Macht Fett? Wait. Ja, perfekt. Das sind 800 Gramm schon. Das kann nicht sein, das sind nur drei Kartoffeln. So wenig Kartoffeln braucht man. Brauchen wir die kleinere drauf? Ja, 550 ist fein. Wie viel Wasser brauchen wir? So ein bisschen, dass sie halt unter Wasser sind, ne? Du hast Saltino, feines Salz. Oh. Oi. Dein Hund heißt Pino. Und das ist Fino. Digga, die beiden haben so viel gekifft vorher. Das ist aber auch ein Pino. Man kann das so auf A und auf P stellen. Was ist das für eine Platte? Scheiß drauf, Hauptsache P ist Power. Aber mal so, ist viel mach mal, Power? Mach mal die Hand so. Ah, mehr. Ja? Salzwasser müssen wir machen. Mehr, Bruder. Okay.
Hä, mehr, Bruder? Hä, mehr Salz, Bruder? Digga, diese zwei Autisten gucken halt an, Digga, what the fuck, so. Ein bisschen noch. Junge. Du hast hier alles dreckig gemacht. Jetzt weißt du, warum ich bei mir nicht zu Hause drehen wollte und warum ich auch vorgeschlagen habe, niemand nicht bei dir zu drehen, weil dann bist du nicht auf mich sauer. Weil hier, das ist die einzige Person, die angepisst ist. Aber Reh wird nicht sauer sein, weil wir sind seine guten Freunde. Kannst du dir vorstellen, dass der Mann Sepp halt? Digga, ich hab gerade ein Ei mit einer Hand zerdrückt. Nein. Ich hab's geschafft. Echt? Ja. Nein. Ich bin der stärkste Deutsche. Ja, das ist sowieso. Wenn du kämpfen willst gegen mich, kannst du es jetzt machen. Wir können es jetzt hier und jetzt prügeln. Ich kann dich jetzt im Stream zusammenschlagen, wenn du willst. Du musst aber auch verlieren dann, ne? Sonst wirst du gekündigt. Dann zurückschlagen? Nein. Als würdest du jetzt deine Eltern haben ihn gehasst dafür. Wie können dieses scheiß Baby sein Leben zerstören? Geht ihr Whirlpool? Würdest du sagen, Kopf ist immer noch Prison, yay? Ich glaube, wir müssen uns mal zusammenreißen. In der Ruhe. Anissa, reiß bitte zusammen. Digga, die haben wirklich... Oh Mann, reiß bitte zusammen. Die zwei sind so auf Heroin gewesen. Ja, guck mal, dieser Topf. Topfdeckel. Topf. Kopf ist immer noch Prison, yay. Und ist er gesund? Der ist so ein Hundearzt. Müssen wir dich schälen? Wir müssen gleich kochen. Ach ja, stimmt, das Wasser. Wer hat... Oh, oh. Das ist heiß. Ach nein, Anissa. Nein. Ich hole ein Geschirrhandtuch. Ein Handtuch, das ist Wasser. Ja, aber dann kann man es besser raus. Wir brauchen diese Zange. Ja, gute Idee. Muss es mal so machen, um zu gucken, ob die auch funktioniert. Ja. Oh, das ist ein kochendes Wasser. So unglaublich also, dumm. Also, okay, das war brüllt. So unglaublich dumm. Gut. Ich hoffe. Das ist nicht so eine gute Idee gewesen, der Zange. Ich versuch's nochmal. Geh auf sicheren Abstand. Ist auch verbrüht. Ich zeig euch jetzt, wie es geht. Du hast diesen viel zu kleinen Deckel. Ich saß die ganze Zeit im Hintergrund und hab beobachtet, wie so ein Tierexperte bei so einer Safari-Doku. Da reingemacht, ne? Ich dachte, das geht. Warte. Nee, warte. Nicht mit den Händen, Will ich Kartoffeln einfach schon reintun? Können wir das benutzen? Für was? Ich weiß nicht. Soll ich dir sagen, was das ist? Rate, was das ist. Rate mal. Wenn man einen zu kleinen Topf hat, ja, dann macht man das so und dann macht man das so da drunter. Okay, ist eine gute Idee, aber soll ich dir sagen, was das ist? Das ist ein Küchenrollenhalter. Das sieht aus wie ein Sexspielzeug. Ich weiß nicht, wo man sich das reinstecken soll, Alter. Ich glaube, das benutzt man so. Aber sag mal ehrlich. Oh, stark. Auch stark. Aber schau mal, finde ich, das aus wie ein Küchenrollenhalter? Ja, ich hatte recht. Guck mal, das Wasser kommt. Wir können die Kartoffeln reintun. Vorsichtig, dass es wieder spritzt. Bin ich doch verbrüht? Geht's deinem Gesicht gut? Ich habe nur leichte Verbrennungen im dritten Grad. Von muss man die waschen? Nein. Das habe ich mir dabei gedacht. Ich habe einfach nur gehofft, dass die bald weggehen. Was? Das macht der sauber. Achtung. Okay. Du gut. Auf eine? Digga. Das Ding ist, wir können sich mal niedriger stellen, weil es nur P und A gibt. So, das dauert jetzt 20 Minuten. Wir messen schon mal das Mehl ab. Ich habe nur eine Sorge, dass wenn alles übergekocht ist, dass wir nicht mehr ausmachen können, weil alles voller kochen Wasser ist. Nee, alles gut. Okay, pass auf. Das Ding ist so groß, wir müssen das so über der Waage halten. Heißt, wir müssen da so reinbuddeln, damit wir sehen können, was da drauf steht. Ja, geil. So ein bisschen Pain. Ich habe ein gutes Gefühl. Augen zu, nicht hingucken. Guckt jetzt mal, was sie jetzt gemacht haben, Digga. Ich bin so ausgerastet. Ich saß da, ich wollte schreien. Nicht hingucken. Okay, das sind 175. 115? Ich meinte 155. Ach, scheiß auf. 187, das muss wieder raus. 187. Wieder raus. 187. Ein halber Teelöffel Salz. Rebi, übrigens, danke. Der ganze Boden ist einfach nass. Das waren die Hunde. Das war nicht die Hunde. Wenn das Pisse ist, dann ist es noch schlimmer. Wie viel ist ein halber Teelöffel? Die Pisse ist nicht von den Hunden. Ein halber Teelöffel, das kann ich dir sagen. Ich kann es mit deinem Finger abmessen. Okay, warte. Mach mal in diesen Stift hier rein. Ja, das ist noch ein bisschen mehr. Das ist genau so, jetzt ist ein voller Schlitz zwischen den zwei Fingern. Das ist ein halber Teelöffel. Das kann man so merken. Was hat Andi da am Maul? Das ist ein halber Teelöffel. Ja, es ist eigentlich nur kurz warten, bis die Kartoffeln. Krass. Und dann Kartoffeln rein, dann macht. Und dann so entstehen Gnocchis. Matschen. Und dann machst du das. Wir haben so ein Matschgerät. Das ist eine. Ein Gnocchistampfer. Eine Kartoffelstampfvorrichtung nennt sich. Hey, das ist was ganz anderes gewesen. Wofür ist das? Das tatsächlich. Ah. Und damit stampfen wir dann. Hast du es mitgebracht? Von dir zu Hause? Ja. Das hat sie aus ihrer Schlafzimmerschublade. Das ist von uns, oder? Ausgeholt, einfach ungefragt. Dann warten wir jetzt ein paar Minuten und sehen wir uns gleich wieder, liebe Freunde. Macht jetzt einen coolen Übergang. Erik macht das, dass wir so zauberhaft wiederkommen. Dreh dich jetzt so. Er fragt sich so, was soll ich jetzt tun? Als wäre einfach, wenn er sich dreht, für einen Übergang. Okay.
Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. 20 Minuten sind vorbei, magisch. Wow, Digga. Super gut. Ja, die Kartoffel ist weich. Nimmst du sie mit der Hand raus? Ja. Oder mit dem Handtuch? Das Ding ist in der Pause, ja. Haben die nochmal nachgekippt. Ja, ja, die Hebelfunktion, die Hebelfunktion. Ja. Und einmal, oh, oh Gott. Geh mal an der deiner Seite vorbei. Ja, ne? Digga, wirklich, ich werde noch. Also, oder doch? Oh. Das macht doch nur aggressiv. Das macht doch nur aggressiv einfach. Das sind 600 Gramm. Wieso brauchen wir 500? Große, Madeira hat große Kartoffeln. Was viele nicht wissen ist, Madeira nennt man auch die Kartoffelinsel. Deswegen haben wir so viel als Deutsche mit Madeira gemeinsam. Schön. Okay, bist du bereit, diese heiße Kartoffel mit deinen bloßen Händen zu pellen? Aber weißt du, wie es noch einfacher geht? Wenn man die einmal kurz in kaltes Wasser hält, dann ist sie abgeschreckt. Aber das ist ja der Move. Nee, dann. Jetzt löst sich die Schale einfach. Geht. Das Wasser muss weiter laufen. Ah, heiß! Das ist so heiß! Hab meins gepellt! Ich mach extra langsamer, damit du gewinnst. Das kommt jetzt hier rein. Und jetzt einmal Faust rein. Willst du reinboxen? Ja, ich will reinboxen. Oh, wie heiß! Ich hab auf deine geboxt. War die auch heiß, weil die innen drin auch heiß ist. Aber ich muss essen. Diese Kartoffeln sind gar nicht weich genug. Fester. Noch fester. Gewalttätiger. Mehr. Ja. Härter. Guck mal, das wird doch. Und jetzt müssen wir die kochend heißen Kartoffeln so kneten. Ha, das ist sehr kochend heiß. Ah, das ist sehr kochend heiß. Eieiei. Soll ich auch mal reinfassen? Ja. Das ist ihre Ringe auch nicht einfach abgezogen hat. Das reicht uns. Kleine das ist alles sind, so lost, was da passiert. Nur große Gnocchis sind gut. Dieses Stück Kartoffel, das ist ja roh. Tobi, mach mal A. Mach mal, kannst du, was denn, ist was gar du? Kein glatter Teig, ist einfach so Stücke drin. Komm, das sind so große Stücke. Müssen hier Mehl drauf machen. Wir haben leider keine Zeit zum Aufräumen später. Und deswegen muss das Revis Team übernehmen. Hm. Was soll ich machen? Kannst du da reinbeißen? Ich würde. Guck dir das an. Das ist so ekelhaft. Das war so knapp. Das ist einfach so ekelhaft. Abgebissen. Ein bisschen mehr Mehl. Das ist einfach nur teigig werden. Ja, wir machen einfach. So. Okay, weißt du, wie man Gnocchis formt? Das ist richtig. Digga, wieso habe ich die in meine Küche gelassen? Und dann so ziehen. Und dann rollst du es rüber und dann hast du hier so eine kleine. Aha, das ist schon heftig. Gleich wie es ist. Das hat Anni mir angetan. Was denn? Was er kocht? Kleine das sind fertig geformt. Jetzt werden die gekocht und gegessen. So Bock. Ja, natürlich. Also ich sag mal so, überkochen gleich, das muss Ungesundheit bringen. Das ist ein gefährlicher Ort. Schön, dass du wieder da bist. Ist gepennt? War gut? Ich krieg hier nicht alle raus. Das ist sehr schwierig. Ist egal, wir halten es einmal schief. Mega lecker. Jetzt so eine vegane Käsesoße dazu, stelle ich mir richtig geil vor. Oh, das war absolut ekelhaft, das war wirklich disgusting. Disgusting. Peter Wackelmann, danke schön. Aber ey, ich muss dich füttern. Die sind gar nicht mehr schlecht. Also Gnocchis kann man öfter machen. Bisschen weniger kochen. Ich fand die absolut widerlich, no joke. Mega.